Ja, das ist ganz typisches Album für meinen Vater. Er hat, als er 60 geworden ist, hat er für sich selber ein Album gemacht. Seine ganz extreme Art habe ich natürlich zu spüren bekommen, dass es für ihn nur Schwarz und Weiß gegeben hat im Leben. Man kann alles erreichen mit Disziplin, mit Willen, mit Gewalt. Und irgendwie Gefühle sind auf der Strecke geblieben. Als ich dann später studiert habe und das Gefühl hatte, ich will dann vielleicht einmal selbstständiger Jurist werden oder etwas, hat er mir dann zu verstehen gegeben, ich sei ein Befehlsempfänger. Ich hätte gar nie eine Chance, irgendwie allein etwas auf die Beine zu stellen. In allen Bereichen des Lebens habe ich eigentlich sehr wenig Selbstvertrauen gehabt und habe überall entweder habe ich einen Haufen Anläufe gebraucht, bis ich dort angekommen bin, oder ich habe gar nicht gewagt, irgendetwas zu machen. Also ich würde sagen, seine Erziehung hat meinen weiteren Lebensweg weitgehend erschwert. Und ich hatte dann natürlich noch das Pech gehabt, dass ich dann später einmal, weil er mir eben nichts zugetraut hat, auf die gleiche Bank wie er arbeiten musste. Und so bin ich dann eigentlich dann etwa die ersten 25 Jahre in meinem Leben gar nie los geworden. Als der Vater dann gestorben ist, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kommt die grosse Freiheit. Ich bin insofern natürlich frei von seiner Erscheinung. Er hat mir nicht mehr können auf der Bank Vorschriften machen oder irgendjemand. Und hatte dann eine Zeit, wo ich eben nichts anderes wollte, als ihn übertrumpfen, besser sein in der Bank, mehr Gewinn für die Kunden rausholen. Ich habe dann das so weit getrieben, dass ich eben auch dann nicht mehr alles mit legalen Mitteln versucht habe, um meinem Vater zu übertrumpfen. Und dann in ein Fahrwasser hineingekommen bin, das früher oder später musste, zu einer Katastrophe führen musste. Ich habe dann den Kunden immer falsche Kontoauszüge und falsche Vermögensauszüge erstellt. Was für mich wiederum einfach war, weil alle diese Gelder waren Schwarzgelder. Also die Kunden haben gar nicht wollen, irgendeinen Auszug, wo der Bank Namen drauf gewesen wäre oder etwas bekommen. Zum Teil natürlich habe ich das auch für mich selber verwendet. Aber mich hat natürlich das Geld sehr verändert, denn ich bin in dieser Zeit ein Unmöglicher geworden, in den kleinsten Sachen, in den Hotel oder irgendwo sonst so nicht reklamiert. Und ich bin eigentlich erst mit dem Tag im Januar 1990, wo alles aufgeflogen ist. Erst dort bin ich ja eigentlich von der finanziellen Seite her von siebenstelligen Beträgen auf null runtergefallen. Irgendwann, als ich die ersten paar Tage, als ich hier im Untersuchungsgefängnis war, ist mir dann bewusst worden, dass ich jetzt eigentlich absolut kein Frankeneigentum mehr habe. Vielleicht werde ich eines Tages das Glück haben, obschon ein mittelloser ehemaliger Strafgefangener keine attraktive Partie im Sinne unserer Gesellschaft ist, eine Fee zu finden, die den schlummernden Prinzen Klaus wach küsst. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da so poetisch bin. Durch meine Verfehlungen habe ich zwar materiell alles verloren, aber menschlich sehr viel gewonnen. Und ich bin mehr denn je überzeugt, ein ganz guter Mensch zu sein, was am Ende doch wichtiger ist als ein Stinkreicher. Die Zeit im Strafvollzug. Nach den ersten drei Wochen bin ich in so ein Tief hineingekommen, dass ich eine Heiratsanzeige aufgegeben, also Bekanntschaftsanzeige. Und ich habe dann gedacht, ja, ich nehme ab. Ein paar Antworten werde ich schon bekommen. Es
Es ist dann auch noch kurze Zeit ein Brief gekommen. Das war einmal der einzige Brief, der auf meine Anzeige gekommen ist. Das war ich zwar schon enttäuscht, also muss ich sagen, am Anfang. Aber ich habe dann einfach einen bekommen und habe dann auf den geantwortet. Und das war der richtige. Und seit dem Tag bin ich jetzt dann bald 24 Jahre glücklich mit dieser Frau. Und hätte ich meine Delikte nicht begangen und hätte ich den Druck nicht gehabt, dann eben im Gefängnis zu schreiben, dann wäre das wahrscheinlich nie zustande gekommen. Und darum müsste ich sagen, dass eigentlich die ganze Zeit in dem Strafvollzug hat mir das Glück fürs weitere Leben gebracht und hat mir auch die Einsicht gebracht, dass ich nicht mich irgendwie darf beirren lassen oder verbeugen lassen von viel Geld oder von, dass man irgendeine grosse Persönlichkeit ist, sondern dass der Mensch, der eigentlich von Anfang an in mir steckt und einfach lang verdeckt worden ist, dass der dann jetzt aber ja, der Mensch Klaus ist dann noch vorgekommen und dass ich eigentlich jetzt ganz glücklich bin, mit dem noch mein weiteres Leben zu verbringen und natürlich auch mit meiner Fee, die immer noch an meiner Seite ist.